Die Naturschutzreferenten der Bundesländer konnten sich am Freitag bei ihrer Konferenz am Kärntner Weißensee nicht über die Zustimmung für das EU-Renaturierungsgesetz einigen. Aus Kärnten und aus Wien ist bisher kein Commitment signalisiert worden. Das Gesetz sieht vor, dass bis 2030 20% der geschädigten Ökosysteme wieder zurückgebaut werden müssen. Das betrifft auch landwirtschaftliche Flächen. Schon am Donnerstag hat Bundeskanzler Karl Nehammer die EU-Novelle kritisiert. Die Renaturierungsverordnung zeigt eine Form der Überbürokratisierung in dem Sinne, in dem auf regionale Besonderheiten keine Rücksicht genommen wird. Und daher ist es aus unserer Sicht, aus der Sicht Österreichs, wichtig, hier ein klares Zeichen zu setzen und nicht zuzustimmen. Österreich ist ein Musterland, wenn es um Natur- und Umweltschutz geht. Der ist für uns an oberster Priorität. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass regionale Besonderheiten tatsächlich berücksichtigt werden. Die Renaturierungsverordnung erfüllt das alles nicht. In den Medien hat Umweltministerin Leonore Gewessler am Freitag gesagt, sie würde Österreichs Zustimmung für den EU-Rat notfalls alleine durchsetzen.